Mahlzeit Jungs, heute haben wir ein Spezialprojekt. Ich habe heute was aus der Scheune geborgen, was dort ziemlich viele Jahre stand und steht und es sieht auch dementsprechend aus. Wir werden mal ganz kurz über den Zaun gucken, Jungs. Guckt euch das an. Es handelt sich hierbei um ein Golf 3 Cabrio, was wie gesagt 7 Jahre schon steht. Ich habe das jetzt gerade geborgen, das Ding. Habe das hier rüber geholt und werde das Cabrio fertig machen und zum Laufen bringen. Das ist meine Aufgabe an diesem Projekt. Ne? Wie gesagt, das Ding muss komplett fertig gemacht werden. Das Ding steht ewige Jahre. Das Ding wurde mal umgebaut komplett. Es stand mal ein Golf 3 VR6 daneben. Ja, Jungs, dieses Cabrio ist ein VR6. Oder soll mal ein VR6 werden oder wie auch immer. Auf jeden Fall wurde das alles mal vor zig Jahren, wie gesagt, umgebaut und seitdem stand das Ding und zum Laufen gekriegt haben sie die Kiste nie. Ist auch kein Armaturenbrett drin, aber es sind noch halt so ein paar alte Sachen da drin, zum Beispiel wie die Felgen, das sind so uralt Dinger. Diese Inpro ist das, glaube ich, hier Inpro-Scheinwerfer drin, auch mega selten mittlerweile. Ne? Aber sieht halt ziemlich ulkig von außen aus. Ne? Man sieht die Jahre. Stand aber trocken in der Scheune, ne? Ja, da haben sich wohl mal welche richtig dran versucht und funktioniert hat das nicht. Ne? Deshalb mache ich das jetzt. Das Geile ist, ihr könnt da nicht reingucken, weil das Ding so dreckig in das ist. Das Ding ist so einfach abgerockt. Dann kommen wir, wir gucken da mal rein, wir machen den auch mal leer zusammen. Jetzt kommt das Geile, das Lenkrad hätte ich gerne, ne? So, Lederausstattung ist drin, VR6 Tacho liegt drin, kein Armaturenbrett, alle Kabel runter, Sicherungskasten auf 9:30, Wegfahrsperre auf Viertel 12, Türpappen liegen hier, Kofferraum geht nicht auf, weil kein Schlüssel da, da gucke ich gleich mal, ob ich den aufkriege. Wollen wir uns auch mal, jetzt seht ihr gleich mal den dreckigsten VR6 Motor, den es gibt. Der hat richtig Blasen geschlagen. So, hier ist das gute Motörchen. Man sieht, der Motor steht ewig, ne? Wie gesagt, ich werde den auch nicht so durch, einfach durchdrehen. Ich werde Rad runternehmen und werde den mit der Hand vorher durchdrehen, weil der so ewig steht. Guck mir das Öl an und alles. Ich habe auch schon, hier liegt noch die Verkleidung drin und alle Kabel, Stecker, hier alles lose. Ist nichts angeklemmt wirklich. Mit Lüsterklemmen und hier Poti aufeinander geheftet und weiß der Kuckuck was. Ne, gar kein Stecker mehr da. Hier mit Lüsterklemme. Hier Zusatzwasserpumpe ist gar nicht da. Schlauch abgerissen. Hier ist der Stecker für Zusatzpumpe. Hier ist auch noch ein Dreipoliger. Das ist der wahrscheinlich für Geschwindigkeitsgeber hier hinten. Ja, der ist nämlich auch nicht dran. Und all so ein Tick und Zack. Ne? Doppellüfter ist Gott sei Dank drin. Ja, der ist auch noch einigermaßen gangbar. Wie gesagt, da muss ich alles komplett durchchecken. Kerzen sind Gott sei Dank drin, da habe ich nachgeguckt, weil wenn da keine Kerze drin gewesen wäre, hätten wir hier gar nicht groß anfangen müssen. Dann hätte ich mir gedacht, der Motor ist fertig. Naja, aber das ist so ein Herzensprojekt. Er hätte das Ding gerne laufend und fahrend. Und ich denke mal, den Wunsch werden wir ihn auf jeden Fall erfüllen. Ne? Wir zusammen natürlich, YouTube und ich schraub und ihr guckt zu. Ne? So werden wir das tun. Stoßstange liegt hier auch drin. Die musste ich abnehmen, weil sonst hätte ich den wieder nicht auf dem Dings gekriegt. Auf dem Abschleppwagen. Weil er doch recht tief ist. Kiste stinkt von innen. Türpappen sind auch noch alles recht gut. Aber der hat da Löcher für Fensterkugeln. Der hat doch gar keine Fensterkugel, oder? Ne, der hat eh Fenster. Siehst du, dann haben sie das Leder mal irgendwo hergeholt. Aber ist für ein Cabrio. Ja gut. Was haben wir hier für Felgen drauf? 1000 Miglia.
Das sind ja komische Fünfloch, aber irgendwie haben die was, ne? Die sehen irgendwie geil aus, ne? Weil die so konkav sind, ne? Ich habe gesehen, er hat hier ein KW-Gewindefahrwerk drin. Ja, KW. Das auf jeden Fall. Steuergerät ist hier, die restlichen Abdeckungen. So sah der ganze Wagen aus. Ach, wir werden den schon wieder hinzaubern, denke ich, ne? Auf jeden Fall. So viel kann er ja nicht sein. Ein paar Teile, die liegen hier drinnen. Armaturenbrett hole ich mir einen Schlachtgolf. Das ist alles schon geordert. Und dann geht das weiter. Lenkradvergleich hier mit Höhenverstellung. In Heile. In richtig Heile. Das ist das Unterteil. Hat der Höhenverstellung? Ja. Schade. Gibt es das Gegenteil da auch noch für? Natürlich nicht. War ja klar. Mittelkonsole. V6er ist ein Kabelbaum dran. Ja. Das ist schon mal gut. Hier ist Wegfahrsperre. Ich hoffe, dass das auch alles so funktioniert. Seine ganze Heizung. Und ja, ein bisschen was ist hier zu tun. OBD. Ojemine. Aber irgendwie kriegen wir das schon wieder hin, ne, Jungs, oder? Das Lenkrad ist so sexy, ne? Oh. Das hätte ich gerne in meinem. Aber naja, Jungs. Wir werden erstmal so langsam anfangen. Mit der Kiste. Dass wir mal eben gucken, was was ist, wo was hingehört. Und dann ist gut, ne? Hier kriege ich den leider jetzt nicht auf, aber da wird es wahrscheinlich so einen Notzieher für geben. Irgendwie funktioniert das schon. Aber da beschäftige ich mich jetzt nicht mit. Ich werde erstmal sehen, dass wir das Ding irgendwie zum Laufen kriegen. Das ist alles lose, komplett. Der ganze Schemel hier. Ja, da habe ich mir was vorgenommen. Aber egal, wenn ich das nicht hinkriege, wer dann, ne? Das werde ich schon, das werde ich so schaukeln. Das werden wir schon machen. Wenn ich den Kabelbaum da unten schon wieder sehe, dann kräuseln sich bei mir schon wieder die Nackenhaare. Aber egal. Das ist eine richtige Gurke. Ne? Aber allein wie lange der schon stand, ne? Das ist ja hier ein Jahrhundertprojekt. Der Pool ist ja schon richtig festgegammelt hier. Guck mal hier. Ob die Batterie, ob da noch was drauf ist? Nee, ich glaube, die ist tot. Der riecht auch richtig nach alt. Wir haben hier auf jeden Fall vierpoligen Luftmassenmesser. Runde Zündung. Das hatte ich schon gesehen, habe hier unten. Die Stecker sind auf jeden Fall nicht richtig angeklemmt. Schläuche sind weitestgehend für den Kühler hier unten und oben okay. Ich habe gesehen, dass einer kaputt ist, der hier, den werden wir dann austauschen. Drehstecker ist auch noch alles relativ gut da. Ich denke mal, dass das mit relativ wenig Handgriffen der Motor sogar läuft. Aber ich werde den erstmal versuchen, wie gesagt, mit der Hand durchdrehen. Und wenn das alles geht, dann gucke ich mir nochmal einen Ölstand an, dann drehe ich die Kerze mal raus, gucke mir das mal eben an, guck mal, wie gangbar das hier noch so ist. Die Lichtmaschine sieht sehr gefährlich aus. Aber ich bin da guter Dinge. Sportauspuffanlage hat der auch drunter. Oder? Ja. Ja, hat er. In 63,5 oder? Ja. Na, das ist ein Projekt. Das kann ich euch aber mal flüstern. Aber richtig Profil hat er noch drauf. Hat er hier denn für Schlappen drauf? Was haben wir hier? Kann ich das irgendwo lesen? Da. 215. 40 ZR16 86W. Das wird auch vorne, guckt euch das mal an, wie weit das da rausguckt. Naja, so einfach wird das nicht. Ne? Und ohne Spurplatten, oder hat er da noch Platte drauf? Ne, da hat er keine Platte drauf. Bremsscheiben sind auch noch relativ in Ordnung. Mal ein bisschen frei bremsen, dann müsste der eigentlich auch bremsen. Kupplungspedal habe ich gesehen, liegt voll auf dem Fußboden. Das wird wahrscheinlich auch noch so ein Problemchen sein. Ne, der ist komplett over and out. Ja, da müssen wir erstmal gucken, warum das nicht so funktioniert. Der kommt auch so wieder zurück. Ist der hier unten dann drinne? Ja, da drinne sitzt er da dran. Na, egal, werden wir das einfach mal alles entlüften. Ne? Neue Flüssigkeiten drauf, alles was da so zugehört.
Und dann wird das schon wieder funktionieren. Was das hier also für Kabel sind, die hier alle so durchgelegt haben. Ich muss da erstmal richtig Grund reinbringen, glaube ich. Ne? Was hat er hier? Karmann. 3 Sterne Karmann. Aber eigentlich so ist das ja ein geiles Gefährt. Ne? Als V6 Turbo hätte ich da auch richtig Bock drauf. Ne? Auf dem Golf 3 Cabrio, schön mit GT35. Stell mal vor, der Gockelmotor da drinne. Und das in richtig geil. Alles eingetragen, das wäre auf jeden Fall lecker. Aber es regnet jetzt. Ich werde mal eben die Ledertürpappen wegpacken. Und dann werden wir dieses Video hier beenden. Weil im Regen ist das alles scheiße. Na, aber dann kann der ein bisschen sauber regnen. Der stand jetzt die ganze Zeit trocken. Jetzt wird er erstmal ein paar Tage nass stehen. Dann werde ich den mal eben kärchern. Weil der ist richtig dicht gekackt. Ne, Dicker? Wir werden den kärchern, ne? Und dann ist gut. Ja, Jungs, so hattet ihr erstmal einen kleinen Einblick hier in unser Projekt Golf 3 VR6 Cabrio. Karmann Edition Spezial. Und hier werdet ihr auch ganz, ganz viele Lehrstunden dran verbringen, was VR6 betrifft. Weil wir haben hier alles ziemlich offen. Hier kann ich überall ran. Ich lasse das Armaturenbrett auch erstmal raus. Dass wir hier unten schön dran fummeln können. Hier ist noch ein alter Kabelbaum, alles was ich noch so brauche. Ne? Und dann mal können wir hier ein bisschen Schulung dran machen, bis wir den zum Laufen haben hier. So ist der Plan. Also Jungs, ich mache Feierabend, ich muss die Lederpappen reinstellen. Haut rein, wir sehen uns, bleibt dran. Lasst einen Daumen hoch da, aktiviert die Glocke, haut ein Abo rein, Jungs. Unterstützt mich, wo ihr könnt. Und wir werden immer weiter so affengeilen Scheiß sehen. Ne? Also Jungs, haut rein, wir sehen uns. Tschüss. Got you on my mind.